Ja, hallo liebe Freunde bei Dakar Dakar TV und liebe Freunde von Dakar Dakar TV. Ich habe heute hier mal eine Mystery Box bekommen. Ihr seht, die ist noch komplett zu. Ja, ihr seht das. Ja. Ich habe nur mal meine Adresse weggemacht, damit nicht morgen hier die Fans vor der Tür stehen. ja, was ist da drin? Ich hab mir was bestellt. Ich habe es extra so drauf gelassen. Ich habe mir was in England direkt bestellt. Das ist die Royal Mail. Die war richtig schnell dieses Mal. Sie hat nur 2 Wochen gebraucht. Ja? Sie hat nur 2 Wochen gebraucht, um hier nach Deutschland zu kommen. Und was ist da drin? Ja, ja. Da drin ist eine neue Videoreihe von Daka Daka TV. Eine zusätzliche Videoreihe. Die wird nicht so umfangreich wie das bisherige sein, also dass ihr quasi jede Woche einen Spielbericht bekommt oder so. Das wären erstmal relativ viele Hobbyvideos und dann auch noch was zusätzlich. Und jetzt will ich euch nicht lange auf die Folter spannen. Das Paket ist seit gestern hier. Ich habe auch noch nicht reingeguckt. Wir machen das jetzt mal auf. Ne? Jetzt habe ich die Faxen dicke. Oder wie mein ehemaliger französischer Arbeitskollege mal gesagt hat, ich habe die dicke Fax. Zack. Verpackt. Ja, sehr wichtig, den Inhalt zu verpacken. Ne? Ich habe mir Pinsel bestellt. Toll. Ja. Ich habe mir Bases bestellt. Guck. Mein Gott, guckt euch das an. Ich mach mal den Karton weg. Ich habe mir Bases bestellt. Ich glaube, das waren 70 oder 80 Euro Bases. Hoffentlich glitzert das jetzt nicht so viel. Ja, Rundbases jeder Couleur. 50 mm Rundbases. Nochmal 50. Und dann natürlich die obligatorischen 32, 32, 32, 32, also 50 32 mm Bases, weil das 100er Pack war natürlich mal wieder ausverkauft. 60 mm Bases. Dann hier, warte, ist die Tüte größer? 130 mm zweimal. Dann 60 mal 35 habe ich auch zweimal. Ich sortiere das jetzt gleich mal mit euch hier. Dann habe ich nochmal 50, 50 und genau 4 mal oval, oval. Ja, das ist das eine Größe 11 cm, glaube ich, eigentlich gesagt. Gut. Steht jetzt hier nicht drauf, aber ist richtig. Ja, Leute, was habe ich denn damit vor? Ja, ich bin ein bisschen verrückt sozusagen. Ich habe da ein bisschen was Größeres vor. Der Markus hier auf dem Channel und ich, wir haben uns ein bisschen zusammengesetzt und haben mal gesprochen. Wir haben mal unsere Seelen ausgeschüttet. Und zwar. Wir sind ja beide passionierte und, sag ich mal, alte Liebhaber und Spieler von Warhammer Fantasy. Markus und ich, ja, also auch der Max, wir haben auch früher eigentlich nur Warhammer 40k gespielt und dann wurde es ja platt gemacht und durch Age of Sigmar ersetzt. Das hat mir damals gar nicht gefallen. Diese erste Phase, die war auch da wohl sehr holprig und die Regeln, das waren ja nur so 4 Seiten, das war ziemlich unausgegoren. Und ja, das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Ich habe Warhammer Fantasy sehr viel und sehr, sehr gerne gespielt. Ich habe da sogar Turniere gespielt vor 15 Jahren. So lange ist es jetzt auch schon wieder her. Und ja, was soll ich sagen, ne? Ich konnte mich nie von allen meinen Fantasy-Armeen trennen. Ich habe noch einige unten im Keller und das sind so schöne Modelle und die sind traurig, ne? Und also die liegen brach sozusagen. Oder finde ich,
finde ich nicht gut. Ich habe mich trotzdem immer noch gesträubt, Age of Sigmar zu spielen, weil ja, ja gut, ich hatte eigentlich habe ich mich nicht gesträubt, ich hatte dann sehr viel Spaß an Warhammer 40k gefunden und habe das dann jetzt gespielt. Aber die Figuren sind da. Ich bin ein bisschen drüber weg, dass Warhammer Fantasy platt ist. Ich denke mal, auf die Version von Forge World machen wir uns nichts vor. Die wird, auch wenn sie kommen wird, cool. Es gibt dann vielleicht coole Modelle, aber so hundertprozentig so die Range wie Warhammer Fantasy wird es nicht erreichen, glaube ich. Ich glaube nicht daran. Und wenn es kommt, lasse ich mich eines Besseren belehren und dann werde ich mir vielleicht da eine neue Armee kaufen. Ja, kurze Rede, langer Sinn, Warhammer Age of Sigmar. Markus und ich, wir wollen dem Ding mal eine Chance geben. Und wenn, dann mache ich das auch richtig, weil ich will davon auch natürlich was auf dem Channel zeigen. Dafür sind die Figuren einfach viel zu geil, um sie nicht zu zeigen. Und deswegen habe ich mir einfach mal den ersten Schwung neue Bases bestellt, und zwar runde und oval Bases. Und werde jetzt mich daran setzen, mal ein paar Figuren umzubasen. Zum Beispiel hier, ich gucke mal, ob es drauf ist. Ich habe diese Modelle, ich habe komplett bemalte Armeen, Leute. Ich habe komplett fertige und komplett bemalte Warhammer Fantasy Armeen unten im Keller. Die könnte ich eigentlich auch so spielen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das aktuell ist bei Age of Sigmar. Ob man die immer noch auf so eckigen Bases spielen darf. Aber ich sag mal einfach, die sind komplett bemalt. Guckt euch das Ding, das war, weiß ich noch, das war ein Pups voll Arbeit. Hier diese ganzen goldenen Verzierungen. Ich weiß gar nicht, ob man das richtig sieht, ob es hell genug ist. Ja, es ist viel zu schade. Es ist viel zu schade, die unten im Keller zu lassen. Und ich glaube, da gibt es noch gar kein richtiges Base für. Ich habe dann einfach mal so ein Oval-Base hier geholt. Ich werde denen richtig schöne neue Bases geben und dann quasi ja, die spielen, ne? Ich habe hier schon damals angefangen. Hier ist der Dampfpanzer. Den habe ich schon tatsächlich mal auf so ein Oval-Base gestellt. Das wusste ich schon gar nicht mehr. Und damals habe ich auch angefangen. Wie gesagt, ich hab eine ganze Armee. Das sind jetzt hier so alte Metall-Zweihandschwertkämpfer von, ja, damals war es das Imperium, jetzt ist es die Free Guild. Free Guild. Und ja, hier ist da so ein Champion noch. Ich habe auch damals schon angefangen, ein paar Standardtruppen umzubasen. Ich kann mich noch daran erinnern, Leute, das ist jetzt wie lange her, wie lange gibt es Age of Sigmar? Das ist bestimmt über 5 Jahre her jetzt, dass ich mir gesagt habe, okay, damals mit Max, lass doch mal Age of Sigmar einfach ausprobieren. Ja, vielleicht ist es ja gar nicht so kacke. Da habe ich auch damals schon ein paar Modelle umgebased. Und ja, das ist jetzt so ein bisschen. Das ist so ein bisschen mein Vorhaben für den Winter, für Lockdown-Zeit, wie auch immer. Das ist so ein bisschen mein Hobby, ja, meine Hobby-Sache. Genauso wie mit dem neuen Armee-Video des Genestealer-Kults, oder beziehungsweise nicht Armee-Video, sondern das ist mein neues Armee-Projekt, Genestealer-Kults in Warhammer 40k. Und für den Bereich Age of Sigmar, den ich jetzt hier quasi aufmache, ja, habe ich jetzt hier mir Bases bestellt und werde die Armee spielbar machen. Hab ich Bock drauf. Wir machen das, weil wir Bock drauf haben und wir wissen noch nicht genau, wo es hinkommt. Ich denke mal, ich werde euch ein paar Videos zeigen, wie die Fortschritte so sind, wie meine Armee aussieht und mit den neuen Bases. Also ich habe wirklich viel. Ich habe tatsächlich auch leider noch ganz viele alte Imperiumsritter und ich glaube, die gibt es nicht mehr. Da gibt es keine Warscroll, keine Truppenschriftrolle mehr.
Ich habe den Koffer hier neben mir liegen. Ich habe bestimmt 20 solche Imperiumsritter, diese alten Ordensritter, die ich früher immer sehr gerne gespielt habe. Die gibt's, glaube ich, noch hier, die Outrider mit den Bündelmusketen oder wie sie heißen. Die fand ich damals auch cool. Dafür habe ich mir auch hier, wie gesagt, diese ovalen Kavallerie-Bases bestellt. Ja, Leute, und ich kann euch sagen, das wird eine Arbeit. Ne? Das wird eine richtige Arbeit hier, die da schöne Bases für eine ganze Armee mal eben zu machen. Alleine von solchen, die Bases von solchen eckigen, also so diese eckigen Bases zu entfernen, das wird eine richtige Maloche. Ne? Und ja, ich habe hier, habe ich ja euch schon auch mal gezeigt, hier von der Green Stuff World, diese Teigrollen nennen die sich. Ja, das ist so ein Plastikpin hier mit so einer Struktur drauf. Das ist jetzt hier so ein, ja, wie so ein Pflasterstein, ne? So ein Muster, Pflastersteinmuster. Und da habe ich mir gedacht, zu Cities of Sigmar, wie die Jungs ja jetzt heißen, da werde ich natürlich richtig schöne Bases mitmachen können. Also so richtiges Pflasterstein, Straßenmuster oder so, oder wie so ein Marktplatz oder so könnte man das hier auch nehmen. Da kann man natürlich auch richtig schöne Bases mitmachen. Ne? So, da bin ich wieder. Ich habe mir mal das Battletome geholt, der Cities of Sigmar, jetzt einfach nur mal als Beispiel. Ich habe auch, wie gesagt, noch andere Armeen und so. Ich habe mir aber, ich bin ja ein 40k-Spieler. Ich bin mittlerweile wirklich eigentlich ein reiner 40k-Spieler. Ich kenne die ganzen Einheiten noch, klar. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man bei Age of Sigmar eigentlich eine Armee aufbaut. Bin ich ganz ehrlich, überhaupt keine Ahnung. Und ist ja ein schöner Wälzer hier. Am besten finde ich mal wieder dieses halb Deutsch, das ist ja nicht Englisch, ne? Ein Free Guild General, General ist ja auch deutsches Wort, ne? Auf Griffon. Ein Free Guild General auf Griffon. Warum schreibt man denn da nicht mein Free Guild als, na, Free Guild General auf Greif? Ich verstehe sowas nicht. Also dieses ganz, ganz eklige Sprache. Eigentlich ist es ja die Freigilde, der Freigild General auf Greif. Hört sich eigentlich besser an auf Deutsch, wenn man es komplett macht. Ja, diese Armee ist leider auch wieder mal, finde ich, immer noch so ein Beispiel dafür, dass, warum ich eigentlich Age of Sigmar nicht mag. Ich fange jetzt gleich mal wieder so an. Ich habe gerade überlegt, machst du das noch? Nee, ich mache das noch. Warum mag ich das nicht? Ja, das ist ein Beispiel dafür von GW, finde ich, wie sie wieder ein paar alte Figuren noch verkaufen wollten, aber überhaupt keine Ahnung haben, wie sie denn irgendwelche neuen Age of Sigmar Völker reinpacken kann. Deswegen haben sie gedacht, ach komm, dann erfinden wir mal so ein Königreich, wo es verschiedene Städte gibt, und in den Städten leben auf einmal hier Menschen, die Free-Gilde mit, mit Dunkelelfen in Ordnung. Dunkelelfen sind in Ordnung. Die leben aber auch nicht nur so zusammen, die leben auch noch mit Zwergen zusammen. Also das ist so eine bunte Mischung, ne? Und da gibt es auch noch hier, warte mal, wo haben wir so Hochelfen, ne? Hier die Phönixgarde, die ist auch noch dabei, mit den Phönixen Fliegviechern. Und die leben noch mit, wo sind sie? Die leben noch mit ein paar übrig gebliebenen Waldelfen zusammen, ne? Und das alles in einem Buch, das ist ein unglaublicher Wälzer. Im Gegensatz zu anderen Age of Sigmar Völkern haben die, glaube ich, das Doppelte an Einheiten. Ich kann euch das mal zeigen. Das alleine hier sind Einheiten. Ne? Das sind alles Einheiten. Das ist das Battleturm von insgesamt von anderen Völkern.
Das passt ja so vom Hintergrund auch überhaupt nicht, ne? So in keinster Weise. Elfen und Zwerge, Leute, in keinem Fantasy-Universum arbeiten die zusammen. Aber bei Age of Sigmar schon. Und das finde ich, weil GW anscheinend keine vernünftigen Völker für die schreiben möchte. Für mich ist das so ein bisschen so der Sammelband von Figuren, wo sie nicht, wo sie zu faul sind, eigene Untervölker für zu machen. Und deswegen mag ich Age of Sigmar eigentlich nicht. Was man natürlich jetzt machen kann, ist, man sucht sich einfach alle Freeguild-Sachen raus und sagt, ja, so wie ich jetzt hier mit meiner Imperiumsarmee, ich spiele jetzt meine Imperiumsarmee oder was man da noch von spielen kann in Age of Sigmar. Und da habe ich mir einfach mal vorhin mir das Buch genommen, mir das auch hier das FAQ dazu runtergeladen, auch dazu gibt es ja FAQs, und habe mir mal aufgeschrieben, so aus dem Kopf raus, komm, was hast du nochmal für Modelle beim Imperium? Schreib die doch mal also auf, ob es eine Armee, also wie so eine Armeeliste, und guck mal, was man da so ausrüsten kann und wie viele Punkte das sind. Und dann habe ich einfach mal gemacht. Ich habe zum Beispiel auch diesen Free Guild General auf Greif, den ich ja gerade gesagt habe, der steht hinten, den habe ich jetzt hier nicht geholt. Der steht auch noch auf einer eckigen Base, hat ein Modell, ist ja cool und bekannt. Dann habe ich mal so ein Battle Mage dazu geschrieben, das sind zwei Helden. Also eigentlich wird nur in Held und Linientruppe unterschieden. Und dann gibt es noch andere Einheiten, das sind so seltenere, und Behemoths. Das sind so die einzigen Unterschiede. Und Behemoths darf man nicht so viel nehmen. Und Artillerie, glaube ich, auch nur beschränkt auf eine gewisse Punktzahl. Und ich habe eine Armee, die ist, glaube ich, so legal zusammengeschrieben, was 1470 Punkte tatsächlich ergibt. Fand ich jetzt schon relativ viel, weil ich sage euch mal, was ich dabei habe. Also den Greifengeneral, einen Battle Mage, weil so ein Zauberer beim Imperium habe ich eigentlich damals auch immer gespielt. 20 Free Guild Handgunners, das sind nicht die, wie heißt das, die Musketenschützen. 20 Free Guild Guards mit Schwertern und Schild. 10 Free Guild Guards mit Armbrüsten. 20 Free Guild Greatswords, das sind hier diese Zweihandschwertkämpfer. Den Dampfpanzer habe ich jetzt einfach. Ich weiß nicht, was die können, Leute. Ich habe es einfach dazu geschrieben. Ein Dampfpanzer und eine Hellblaster Volleygun, weil die fand ich damals immer schon cool. Macht 1470 Punkte. Und ich habe das so zusammengeschrieben, weil ich mir gedacht habe, ich schreibe mir mal eine Armeeliste und die base ich dann wirklich um. Versteht ihr? So dass ich dann auf jeden Fall irgendwann mal sagen kann, okay, jetzt zocke ich mal eine Runde und ich habe 1470 Punkte und diese Einheiten zur Verfügung und kann dann halt, wer fährt vielleicht auch erstmal nur 1000 Punkte spielen oder so. Aber dass ich die umbasen werde, ob ich das jetzt so mache, weiß ich noch nicht. Ich habe es einfach mal aufgeschrieben, weil ich mal Bock hatte, eine Armeeliste für Age of Sigmar zu schreiben. Mit Fantasy, so quasi so eine Fantasy-Armeeliste. Das habe ich schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Dann habe ich mir hier, bin ich hingegangen und habe gesagt, ja, okay, ich spiele Imperium, also aus diesem Cities of Sigmar. Und dann suche ich mir hier so eine Stadt aus, die halt auch irgendwas mit Schießen zu tun hat. So, ich bin halt echt so blöd rangegangen. Ich dachte mir so, ja, ich habe ja Armbrustschützen, ich will den Dampfpanzer und diese Volleygun vielleicht dabei haben. Ach komm, nehme ich mal Grauwasser. Festung von Grauwasser ist jetzt vielleicht alles nicht mehr drauf. Ich erzähle es euch ja. Das Herz der Industrie. Da gibt es dann solche Lehren hier, also, beziehungsweise so Eigenschaften. Man sieht eigentlich auch darin, ja, die Zwerge haben auch einen Anteil in Grauwasser, weil die ja auch, ne, mit den Maschinen viel zu tun haben, mit diesem ganzen Artillerie-Gedönen, und das passt ja auch in irgendeiner Form noch, Menschen und Zwerge, deswegen habe ich das auch erstmal genommen. Ich will mich ja noch nicht am Anfang zu viel strapazieren, Leute.
Und die haben auch so, ich habe jetzt keine Zwerge drin, nur mal so. Habt ihr ja gesehen, dass hier die erste Fähigkeit ist, dass die alle Fernkampfeinheiten, Fernkampfwaffen 3 Zoll weit schießen. Fernkampfwaffen von befreundeten Iron World Arsenal. Aha. Also Iron World Arsenal sind, glaube ich, die Zwerge. Na, ist auch egal. Aber eine Befehlsfähigkeit gibt es noch dazu. Also es gibt auch sowas wie Befehlspunkte bei Age of Sigmar. Die kann man. Da gibt es nicht so viele. Keine Angst. Es gibt keine 12 Befehlspunkte. Vielleicht bei manchen Armeen, aber so nicht. Ich glaube, man kann sich auch welche kaufen. Da habe ich gelesen, dass Free Guild, Handgunners und Crossbowmen und diese ganzen Schießtypen. Ne, Handgunners, Iron Drakes sind schon wieder irgendwelche Zwerge. Also zum Beispiel die Musketenschützen der Free Guild von Grauwasser können mit dieser Befehlsfähigkeit plus 1 auf den Trefferwurf bekommen. Das fand ich doch schon mal einfach gut. Ne? Ist eine Regelkombination, die ich mir als gut vorstellen kann als Nicht-Age of Sigmar-Spieler. Ich glaube, die treffen normal auf die 4 und dann würden sie auf die 3 treffen. Das ist doch schon mal eine gute Sache. Dann bin ich hingegangen, ich bin wirklich hier. Es gibt Kampfeigenschaften, Generalseigenschaften, Artefakte und eine Magielehre. Ich bin dann einfach so durchgegangen und habe das dann da so draufgeschrieben. Da habe ich jetzt gesagt, genau beim General. Ich sag mal, natürlich ist mein General auf Greif, mein General steht ja schon im Namen. Da habe ich mir diese Dinger durchgelesen und habe dazu geschrieben, der ist jetzt ein meisterhafter Ausbilder. Toll, ne? Meisterhafter Ausbilder. Du kannst Trefferwürfe von 1 für Attacken mit Fernkampfwaffen von Festung Grauwasser, Einheiten von Festung Grauwasser wiederholen, die sich vollständig innerhalb von 12 Zoll um diesen General befinden. Wenn sich dieser General weiter als 3 Zoll von feindlichen Einheiten befindet, das bedeutet, er darf nicht im Nahkampf gebunden sein. So viel weiß ich schon. So viel weiß ich schon. Ja, auch wieder eigentlich so eine Fähigkeit, die ich von Warhammer 40k kenne. Das bedeutet, wenn ich den General mir auf seinem Greif innerhalb von den Handgunners habe, von den Musketenschützen, kann ich eine Befehlsfähigkeit zünden, wo die plus 1 auf den Trefferwurf bekommen und darf 1 wiederholen, weil das seine Generalseigenschaft ist. Das ist doch schon mal cool, oder? Das ist also die erste Synergie, die ich von Warhammer Age of Sigmar jetzt kenne. Ne? Ich bin da wirklich wie so ein Newbie-Noob rangegangen. Vielleicht ist das auch alles Kacke, aber werden wir mal sehen. Dann habe ich mir gedacht, ich weiß gar nicht genau mit den Artefakten, wie die Verteilung ist. Ich darf bestimmt nur eins nehmen, habe ich mir jetzt erstmal gedacht. Ich habe mir auch das Buch geholt, wie heißt es hier, das Handbuch des Generals. Steht da bestimmt auch irgendwo drin. Ich habe jetzt mal ein Artefakt verteilt und dann fand ich den Dampfkolben-Plattenpanzer geil. Der Dampfkolben-Plattenpanzer. Dadurch kriege ich 1 plus 1 auf Schutzwürfe. Und wenn ich nicht beritten bin, also zu Fuß unterwegs, noch einen auf die Bewegung. Ich bin ja beritten, deswegen kriegt er nur plus 1 auf den Rüstungswurf. Der hat bei mir ausgerüstet, weil das Modell so von mir aufgebaut und bemalt ist, der hat Schwert und Schild. Der hat ein Runenschwert und Schild. Durch den Schild kriegt er auch plus 1 auf den Rüstungswurf, durch das Artefakt nochmal. Und wenn das so stimmt und das geht, dann hat dieser Greifengeneral ein 2 plus Rüstungswurf, was glaube ich bei Age of Sigmar nicht wirklich häufig gesehen ist. Eine 2 plus Rüstung ist, glaube ich, extrem selten. Extrem selten. Es ist zwar ein anderes, eine andere, sag ich mal, ein anderes Würfeln. Man hat mit den Durchschlagswerten geht meistens von 1 bis 3, wobei 3 auch sehr selten ist. Was bedeutet, eine 2 plus Hose ist deswegen ja umso besser. Also wenn das meiste mit minus 1 Wucht auf den schlägt,
dann hat er immer noch eine Dreierhose, was natürlich ziemlich heftig ist. Ne? Da bleibt er lange am Leben, der Junge. Finde ich gut. Dann habe ich dem Battle Mage einfach noch eine noch einen Spruch aus der Lehre gegeben von Grauwasser. Wenn der die Feind, also für feindliche Modelle innerhalb von 15 Zoll auf eine feindliche Einheit bei einer 5 plus kriegt jeder eine tödliche Wunde. Geil, oder? Die werden sowieso rankommen, weil ich hinten stehe und schieße, wenn sie mich umbatzen wollen, und dann zündet mein Zauberer einfach die erstickenden Dämpfe und die gehen dann alle kaputt. Ja, das ist das erste Video. Ich werde jetzt mal am Anfang meine Cities of Sigmar umbasen, weil ich da einige Bases jetzt schon von da habe. Und wenn ihr auch Spaß daran hattet oder haben würdet, schreibt doch mal darunter, sagt, boah ja, Age of Sigmar, René, ich bin da auch nicht so bewandert drin. Mach doch da mal auch so eine Regelreihe, wo ihr die Regeln erklärt. Noch irgendwelchen Armeeaufbau, ein bisschen detaillierter. Wir sind gewillt, also Markus und ich, wir haben Bock. Wir wollen unsere Figuren nutzen und die wir noch lange haben. Ich habe ja auch Dämonen, auch die werde ich bald umbasen, weil Dämonen kann ich ja auch bei Age of Sigmar spielen, wie zum Beispiel Hedo Knights of Slaanesh oder so. Da habe ich ja jetzt auch, habt ihr gesehen, ganz viele Dämonetten bemalt, Hüter der Geheimnisse, Keeper of Secrets, den habe ich bemalt. Ja, wenn ihr Bock hattet oder wenn ihr Spaß hattet an dem Video, lasst doch mal ein Like da, einen Kommentar. Was haltet ihr von Age of Sigmar? Ihr habt gehört, also ich bin da immer noch nicht so ganz mit im Reim. Ich finde aber die Figuren geil. Ich finde sehr viele Figuren geil. Auch von anderen Armeen, jetzt nicht nur von Cities of Sigmar, weil da sind ja eigentlich keine neuen Modelle drin. Sagen wir mal ehrlich, da gibt es noch ganz viele andere Armeen, die Daughters of Kain, die finde ich auch cool, Caradon Overlords, da solltet ihr immer, wenn ihr davon Fan seid, auch hier dranbleiben bei dieser Reihe. Ja, danke fürs Zugucken, Daka Daka TV, bis zum nächsten Video aus dieser Reihe. Vielen Dank fürs Zugucken.